Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Morrowind. Im letzten Part haben wir mit Dwight gesprochen und ihn um ein paar, ja, schon etwas wertvollere Sachen erleichtert. In diesem werden wir uns mal im Korpusarium fortbewegen und erstmal mit dem Wischtakai hier reden. Oh, meine Nase. Ich bin Wischtakai, Aufseher im Korpusarium. Ich warne euch, tut den Insassen nichts an. Wenn ihr gekommen seid, um die Höhlen zu plündern, dann haltet ihren Angriffen stand und messt euch mit mir, ihrem Aufseher und Beschützer. Ja, schön. Tagebucheintrag. Ich bin Wischtakai, der ja, okay. Das ist eigentlich schon alles, was der uns Wichtiges zu sagen hat. Wir dürfen halt absolut nicht angreifen, denn sonst ist unsere Hauptquest hinüber. Ja, so sieht's aus. Wo gehe ich hier lang? Hallo, du guckst mich gerade so nett an. Nee, ich denke mal, ich halte Abstand von dir. Gehen wir mal hier lang. Habe ich noch Levitation? Nein. Achso, da ist noch jemand. Nein. Ach Gott, noch jemand. Ah. Halt, 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 halt. Ich möchte die Truhe öffnen. Lass mir etwas Zeit. Na, was macht der denn da? Was zum... Ja, von mir aus. Öffne, öffne, öffne. Ich möchte nicht so lange sein. Sonst kriege ich gleich ein Hau. Naja, ich bin eh schon mit Corpus angesteckt, aber trotzdem, das muss nicht unbedingt sein. Sonde. So. Toll. Wow, das hat mir richtig viel gebracht jetzt. Komme ich jetzt hier raus? Hallo. Na, wie geht's? Ja, ihr dürft gerne weitergehen. Ja, was zum... Ja, es war mir doch klar, dass ich da nicht rauskomme. Kommt doch einfach mal her. Wie sieht's damit aus? Soll ich hier einen Dietrich ins Auge stechen? Oder eine Sonde in dem Fall? Na komm. Hallo. Was ist das denn schon wieder? Komm doch her, du Vollidiot. Aha, aha, aha. Ja, 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 danke. Mhm. Tschüss. So, was ist hier? Nichts. Soweit ich weiß, können die nicht schwimmen, also werde ich es mal riskieren. Aha, und sehe da eine Truhe. Schön. Ja, und wir brauchen hier die Triche des Meisters, sonst geht es nicht. Na. Ihr macht mir echt Sorgen, Jungs. Was ist hier noch? Nichts weiter. Tauchen wir weiter ab. Ach ja, ich habe jetzt übrigens eine Uhr neben mir stehen, damit die Zeit mal wirklich in Ordnung ist und ich meinen Schnitt wieder etwas aufbessern kann. Jetzt ist ja die Zeit dazu. Irgendwann muss man sich das ja mal vornehmen, was man haben wollte. So. nein, nichts. Hier auch nicht. Nein, 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 nein. Ja, man muss hier ganz gründlich gucken. Sonst übersieht man auf jeden Fall irgendwas. Weil das ist Morrowind und hier ist eigentlich überall irgendwas versteckt. Von daher... ach, ich kann so hochspringen. Auch okay. So, hier ist aber nichts weiter. Minikarte, hier bin ich hergekommen. Okay. Na, 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 na. Hallo? Ach so. Na, wie geht's euch? So. Da war ich drin. Hier kann ich nicht weiter. Hier kann ich auch nichts machen, aber ich kann hier nach rechts gehen, aber nein, das möchte ich noch nicht. Jetzt erstmal hier lang. Hier ist nichts weiter. Warum bin ich so schnell? Achso, ich habe die 7-Meilen-Stiefel an, okay. Ja, erstmal rechts lang. Nein, wir gehen doch nicht rechts. So. Hoffentlich sind die nicht so schnell, aber nein, die hinken ja nur. Was, zu komplex? Das kann nicht sein. Das ist doch nur Schloss 100. Ey! Was soll das? Öffnen wir erstmal die doofe Falle. Geht auch. So, ein Gewicht weniger. Haben wir nicht irgendwie noch eine verbogene Sonde oder so? Ich glaube. Aber nein, nicht. So, und jetzt öffne bitte. Warum ist das so komplex? Ich habe auch nicht den Schlüssel dafür. Gesellen. Nein. Ja, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich konnte doch vorher alle Schlösser mit 100 öffnen. Warum geht das mit dem nicht? Kommt mir schon an. Irgendwie höre ich wen. Was zum... Das muss man nicht verstehen, oder? Nein, nicht wirklich. Ich höre irgendwas und das macht mir Angst. Gleich kriege ich bestimmt voll einen von hinten gewischt und erschrecke mich. Ich mag das nicht. Geh doch auf, danke. War toll, ich habe einen Schlüssel. In 678 sind zum Glück nicht viele.
So, da war ich schon. Hier. Ah, okay, hallo. Bitte sei nicht zu komplex. Nein, bist du nicht. Ich mag sowas nicht, wenn mir irgendwelche Viecher im Rücken rumrennen. Im Rücken? Nein, im Rücken nicht, aber bald im Rücken. Und tanzen sie noch hinter mir im Rücken. So, schön. Falle möchte ich nicht wirklich abbekommen, deswegen öffnen wir das Ding und kriegen den 474. Ich habe jetzt nicht gesehen. So. Hier ist sonst nichts weiter, meine ich. Nein, oder doch? Oder ja? Innere, nein, wir gehen den regulären Gang hier. Oh, nein. Na, na, so. So. Du hast irgendwie geschlagen, aber mich nicht getroffen. Haha, Pech. So. Ich merke auf jeden Fall, dass ich... Was zum... Ja, von mir aus komme ich auch hier hoch. Ah, jetzt bin ich hier. Verstehe, okay. Ja, warum nicht? Gehen wir einfach mal hier lang und gucken. Ah, ich erinnere mich. Hier im Inneren sind die Bestien quasi harmlos. Also sie sind freundlich, sie machen nichts. Das heißt, ich muss meine Waffe auch nicht ziehen. Was war hier? Nichts weiter, oder doch? Jetzt können wir hier in Ruhe erkunden, das ist perfekt. Doch, hier ist auch jemand, aber... Der will mir ja nichts, aber hier ist eine Truhe und genau das möchte ich finden. Wo sind denn meine Meisterdietriche da oben? Notfalls muss ich mir kostenlos neue holen. Ihr habt ja gesehen, wie das geht. Komplex, komplex. Ja, wann kann das denn nicht geöffnet werden? Na, komplex, komplex. Mhm, sicher. Selbstverständlich. Hat das Schloss vielleicht gleich Lust oder so? Oh, das ist doch doof. Warum ist es... Ach, natürlich. Der 1008. Schlüssel. Mhm. Ja, warum nicht? Habe ich einen 1008. Schlüssel dafür verwendet? Wieso auch nicht? Okay. Hi, hinkender Korpus. Ja. Das geht natürlich auch. Schadet das nicht. Ja, das hier ist Yagrum Bagan. Den werde ich euch, glaube ich, im nächsten Part vorstellen. Und sonst... was gibt es denn hier sonst noch? Nichts weiter, oder? Das ist der reguläre Eingang, ja. Geradeaus bin ich noch gar nicht gegangen. Doch, irgendwie schon. Ich bin hier nur hochgesprungen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Moment. Nein, aber hier waren wir nicht unten, oder doch? So. Doch, hier waren wir doch auch. Oder etwa nicht. Ich weiß es nicht. Die haben wir aufgeschlossen. Naja, aufgeschlossen. Also, ja schon. Aber mit dem Schlüssel, nicht mit dem Dietrich. Nein, wir müssen überall gewesen sein. Also, begeben wir uns mal dahin. Ich brauche den Dietrich. So. Werde hier verspeichern. Und wie es sich gehört, knackt man das Schloss natürlich nicht direkt vor Leuten, sondern irgendwie versteckt. Selbstverständlich ist Schloss 80 zu komplex. Was wollt ihr eigentlich von mir? Macht ihr das was? Nein. Also. Geh auf. Bitte. Ich flehe dich an. Geh auf. Ich möchte meine ganzen Dietriche nicht verschwenden an einem Schloss 80. Na. Wenigstens kann es geöffnet werden und ist nicht zu komplex wie von hinten. Es macht nämlich tatsächlich einen Unterschied, von welcher Stelle man dieses Schloss versucht zu öffnen. Von hinten geht es nämlich nicht. Von oben denke ich mal auch nicht. Du gehst jetzt mal bitte auf. Aha, zum Glück nach 100 Milliarden Versuchen. Die Falle dürfte ja nicht so das Problem sein. Okay. So, soweit ich es noch in Erinnerung habe, würden die mich dafür knüppeln, dass ich was klaue. Also gucken wir einfach mal. Ich glaube, Yagrum Bagan hat nichts dagegen. Nehmen wir einfach mal 50 Münzen. Und das sah nicht so aus, als wäre es schlimm gewesen. Dafür würden wir uns auch nicht die Hauptquest erschießen, weil... Naja, er sagt ja, wenn ihr was klauen wollt, dann macht das eben. Vollendung nehmen wir auch mal. Achso, das interessiert dich auch nicht, das ist gut. Aber jetzt können wir von hinten klauen. Ich meine nämlich, beim Schrank hat sie was dagegen.
246 wärmerische Münzen. Das ist nicht gerade wenig. Die Wichtigkeit des Wo. Ein schönes Lehrbuch. Was haben wir gekriegt? Stumpfe Waffe. Die Saat. Axt. Das kann ich nicht lesen. Ach, das sind alles Lehrbücher, richtig. Das ist natürlich sehr schön. Sicherheit, auch sehr schön. Zarek. Was können wir denn hiervon noch mitgehen lassen, was so halbwegs Geld bringt? Das, das. Den auch auf jeden Fall. Ja, 10, 360, na warum nicht? 18, 660. Ja, nehmen wir auch noch. Das auch, das auch. Aber die beiden Sachen nicht wirklich. So. Wir haben ja noch genug, was wir tragen können. Hallo Upsefür. Ihr seid neu hier, nicht wahr? Mein Name ist Upsefür. Ich betreue im Corprisarium die Opfer der Corpus-Krankheit. Meine Nase. ich glaube, ich werde den Party wenden. Dann kann ich sie putzen und er ist auch schon lange genug. Auch wenn er nur 9 Minuten oder so ist, das reicht. Also bis zum nächsten Mal.